One, two, three, four. Hallo Leute, ich grüße euch. Heute zeige ich euch wieder einen neuen Rhythmus. Es ist eine Kombination aus Slap Kong und einzelnen Punktschlägen und Taps. Ich mache euch den erst nochmal langsam insgesamt vor. Ja. One, two, three, four. So, und jetzt gehen wir das einzeln durch. Die Haupthand, das ist meine rechte Hand, beginnt den ersten Schlag, der nächste auf die Höhe. Die Höhe, der zweite Schlag ist eine geschlossene Höhe, also der Ton klingt nicht nach, sondern er ist abgestoppt, geschlossene Höhe. Und danach kommen zwei Bässe, zwei offene Bässe, ja? Diese vier Schläge. Als fünfter kommt wieder die geschlossene Höhe. Üb das mal. Und dann geht's weiter. Und zwar bim bap, bim bim bap. Die Hand bleibt liegen. Und mit der Haupthand auf der Höhe drei Schläge, wobei dann der dritte ein offener Schlag ist, weil er dann die Nebenhand von der Höhe runternimmt. Also ich mach's nochmal langsam. Ich mach's noch langsamer. Drei, vier. Und ich mache das dann so, dass ich das beim vierten Mal den am Schluss nicht ausspiele, damit es eine kleine Pause gibt, ja, eine kleine Abwechslung. Ich mag das, das könnt ihr machen, wie ihr das selber für euch gut findet. Ja. Das ist jetzt mein Vorschlag an euch. Und so, jetzt spiele ich den Rhythmus für euch ist noch zum Schluss nochmal ein bisschen längeres Stück. Und mit ein paar, vielleicht ein paar kleinen Abweichungen, Abwandlungen so zur Inspiration. Und damit endet auch dann das Video und ich wünsche euch einen schönen Tag. Hier ist Ingo Gutmann. Bim tatiti katiti, one, two, three, four. Okay.